Jetzt brauche ich mal Jasmin hier. Jasmin hatte so ein bisschen was vorbereitet, kleinen Vorschlag. Ich möchte ihr gerne mal das Mikro geben. Ja, hallo ihr Lieben, schön euch alle wieder hier zu sehen, sage ich so gut wie jeden Montag. Ich habe gesehen, es sind auch ganz viele neue Gesichter wieder da. Ganz, ganz herzlich willkommen hier in unserer Montagsmahnwache. Ich habe mir eine Kleinigkeit überlegt. Ich habe das bei der Hamburger Mahnwache gesehen. Nein, ich war nicht da. Ich habe das bei Facebook gesehen. Und ich fand das ganz prägnant, ganz interessant. Ich denke, jeder von uns kennt die drei Affen. Wie sie hier. Und ich möchte euch einladen, mit mir zusammen so ein paar Minuten die drei Affen zu machen. Für die Menschen, die hier rundherum sind, für die, die zurzeit noch nicht bereit sind, hören zu können, aus welchen Gründen auch immer, sehen zu können, aus welchen Gründen auch immer, oder die noch nicht in der Lage sind oder bereit, aus welchen Gründen auch immer, ihre Stimme zu erheben. Und dazu lade ich euch ein und vielleicht guckt Rick wieder so ein bisschen, das hat er letzte Woche so richtig toll gemacht, und gibt einfach mal so 5 Minuten Zeit. Und wer mitmachen möchte, ist dazu aufgefordert, einfach zu stehen und sich nicht irritieren zu lassen, wenn die Passanten durch und um ihn herumlaufen. Und ihr seid herzlich eingeladen. Danke. Thank you.
Dankeschön. Und fangt endlich an, euch nicht mehr mitschuldig zu machen. Sprecht mit euren Mitmenschen. Sprecht mit euren Arbeitskollegen am Arbeitsplatz. In der Mittagspause. Sprecht in der Familie darüber. Ich weiß, es ist schwer. Und ich weiß, viele Menschen wollen nichts darüber hören. Aber wenn wir das, was wir wissen, wenn wir das nicht teilen, wenn wir das nicht mit unseren Mitmenschen teilen, dieses Wissen, dann machen wir uns mitschuldig. Und deswegen müssen wir aufstehen und müssen wirklich sehen, dass wir jeden darüber informieren. Wenn einer nichts hören will, partout, okay, dann lass ihn, dann ist er noch nicht so weit. Dann sprecht mit jemand anderem, aber sprecht darüber. Und sagt den Menschen, dass wir hier montags stehen, jeden Montag, 18 Uhr, und zwar so lange, bis sich was geändert hat, so lange, bis wir hier ein anderes System haben, bis wir hier Frieden haben und nicht nur hier, sondern auf der ganzen Welt, egal welche Nation, egal welche Nationalität, wir stehen für alle Menschen, als Menschen, für Menschen. Und wir haben auch offenes Mikro, das heißt, jeder, der was sagen möchte, der kann hier auch seine Meinung kundtun. Solange es nicht zu Gewaltaufrufen kommt, ist jedem oder ist jede Meinung hier auch herzlich willkommen. Wir sind keine Partei, wir sind keine Organisation, wir gehören keiner Religion an als Friedensmahnwache, sondern wir sind hier einfach ganz normale Braunschweiger Bürger, nicht nur Braunschweig, hier ist auch Wolfsburg vertreten, hier ist Gifhorn vertreten, die einfach das nicht mehr mitmachen wollen, die eben halt nicht wie eben diese drei Affen nichts mehr sagen wollen, nichts mehr sehen oder nichts mehr hören wollen, die einfach gesagt haben, wir stehen auf. Und deswegen hat hier auch jeder eine Stimme, der eine Stimme haben will.